Hi, in diesem Video wird gerade ein Akku getestet, beziehungsweise handelt es hierbei um einen Akkupack, wie man sehen kann im Video aus 9 Zellen. Davon sind jeweils 3 Zellen parallel geschaltet und 3 Zellen in Reihe. Dieser Akku war ein alter Notebook-Akku. Ein Video, wie man den aus dem Case befreit, werde ich hier oben verlinken. Bei dem Akku handelt es sich um einen VHBW-Akku für ein MSI-Notebook. Die Typenbezeichnung ist A32-F3. Und er hat weitere Angaben von 11,1 Volt, 6600 Milliampere-Stunden und 73 Wattstunden. Weitere Informationen zu diesem Aufbau sind in einem anderen Video, weil dieses Video ist ziemlich kurz. Deswegen verlinke ich das auch nochmal und ich verlinke auch, wie dieser Akku vorbereitet wurde, damit man den an dieses Ladegerät hier anschließen kann. Gerade wird der Akku geladen und zwar mit 1,5 Ampere, weil hier halt ein paar Zellen parallel geschaltet sind. Im Gegensatz zu dem Video im anderen halt eine mehr, weil es halt 3 Zellen sind und nicht nur 2 Zellen. Die insgesamte Ladedauer betrug an die 2 Stunden und 35 Minuten. Und dabei wurde 2514 mAh reingeladen. Hier sieht man dann auch noch ein paar der Daten mal aufgelistet, wo auch steht, auf welche Spannung aufgeladen wurde, wie die Temperatur ist, wie der Spannungsdrift der jeweiligen Zellen, beziehungsweise nicht der jeweiligen, sondern halt der am schwächsten und am stärksten Zelle aussah und so weiter. Und hier in diesem nächsten Abschnitt, hier wird dann ein Entladevorgang natürlich gestartet, weil der Akku ja gerade schon voll war. Und bei diesem Entladevorgang wird mit 3 Ampere entladen. Das gesamte Entladen dauert 2 Stunden und 35 Minuten. Und wie wir halt sehen werden, wird immerhin eine Kapazität von 1476 mAh entladen. Und hier sieht man dann nochmal die entsprechenden Daten, so die wichtigsten Sachen, die man zu berücksichtigen hat oder die interessant sind. Und nach dem Entladen folgte dann ein zweites Laden. Diesmal dann mit einem höheren Strom. Dieser Strom wird dann halt 3 Ampere betragen, so wie gerade auch der Entladestrom. Beim allerersten Laden von diesem Akkupack hat man sich halt entschieden, mit einem relativ geringen Strom zu laden, um den Akku besser beobachten zu können. Dabei ist halt ratsam natürlich, den Akku permanent zu beobachten. Am besten tut man den Akku auch noch irgendwo laden, wo es relativ sicher ist, vielleicht auch eine nicht brennbare Unterlage oder was auch immer. Und es macht da auch immer mal wieder Sinn, mal zu fühlen, wie warm die Zellen sind, weil nur leider eine Zelle vom Akkulader wirklich überwacht wird, weil es nur einen Temperaturfühler gibt, der da gerade an dieser einen Zelle hängt. Ja, und bei diesem zweiten Ladevorgang wird man halt sehen, dass der 1 Stunde 15 Minuten dauerte und 1887 mAh eingeladen wurden. Es wird hierzu dann noch ein Fazitvideo geben und ich hoffe, man wird sich da dann halt sehen, wo das Fazit quasi zu den ganzen Akkus, die hier jetzt in letzter Zeit behandelt wurden, gezogen wird. Vielen Dank und ja, bis demnächst. Ciao, ciao.